Hi, wir gehen ja normalerweise immer fotografieren, aber heute will ich dir drei kostenlose Tricks der Einheimischen in Lissabon zeigen. Wie du hier so manche Touristenfalle umgehen kannst oder auch einfach leichter in der Stadt von A nach B kommst. Und Nummer eins ist, dass du super einfach kostenlos zu dem Castello oben auf dem Berg von Alfama kommst. Die Burg ist halt auf einem Berg oben gelegen und da kannst du entweder halt hochkeuchen oder dich mit dem Taxi hochfahren lassen. Aber was es in Lissabon auch gibt, ist ein kostenloser öffentlicher Aufzug auf diesen Berg hoch. Und den findest du relativ einfach. Der ist zentral gelegen, mitten in der Innenstadt. Es ist eine richtig lange, schöne Straße. Am Ende ist ein Haus mit blauen Kacheln. Das Haus da vorne, wo oben am Dach auch noch Elevador Castello steht. Und dann kannst du halt hier reingehen. Und dann kommst du hier oben auf diesem Deck an. Hier geht es dann da vorne auf die Straße raus. Und du bist hier oben jetzt schon mal einfach ganz leicht nach Alfama gekommen. Aber um oben zur Burg zu kommen, braucht man noch einen zweiten Aufzug. Und der liegt so ein bisschen versteckter. Also wenn du hier rauskommst, das ist dein Blick nach unten. Hier links ist so ein großer Platz und wir müssen da links zu diesem Platz. Und da hinten um die Ecke versteckt sich ein kleiner Supermarkt und in den gehen wir rein. Ich weiß, das klingt erstmal ein bisschen absurd, aber in den gehen wir rein und in diesem Supermarkt ist nochmal ein Aufzug versteckt und mit dem kommen wir bis hoch zum Castell. Das da vorne ist der Supermarkt, da hinten ist der Aufzug und hier steht auch schon dran zum Aufzug hin. Da vorne ist er. Und dann hast du es hier hoch geschafft und nach da hinten, da geht es dann zum Castello. Und selbst wenn du da nicht hin willst, dann hast du hier oben immer noch eine schöne Aussichtsterrasse. Wenn du vom Aufzug nicht gerade ausläufst, sondern in die Richtung, dann hast du hier so ein kleines Café und ansonsten halt hier einen richtig schönen Panoramablick eigentlich. Als Fotograf ist der so ein bisschen unterwältigend, weil du nicht wirklich einen guten Vordergrund einbauen kannst, aber an sich, du hast trotzdem einfach einen sehr, sehr hübschen Blick über die Stadt an sich. Und du siehst hier halt von einer Kathedrale bis hin halt zum Fluss und dann halt über die gesamte Stadt. Da hinten geht auch immer im Winter die Sonne unter, also zum Sonnenuntergang echt ein schöner Spot. Und du siehst hier hinten auch so ein bisschen eigentlich die Kerninnenstadt und da vorne auch die größte Touristenfalle in Lissabon, wo ich dir am Ende vom Video zeige, wie du da kostenlos nach oben kommst. Das war Trick Nummer 1 der Einheimischen. Wir machen jetzt auf zu Trick Nummer 2. Übrigens, das hier ist deine Alternative, wenn du nicht den Aufzug nimmst, dann bist du eigentlich wie überall in Lissabon einfach damit beschäftigt, hoch oder runter oder sonst irgendwie in irgendeiner Himmelsrichtung, die nicht gerade ist, zu laufen. Und deshalb ist auch mein zweiter Trick, was für Lauffaule. Wenn du in Lissabon unterwegs bist, dann hast du wahrscheinlich zwei Berge, wo du ständig hoch und runter möchtest, um irgendwie alle Sehenswürdigkeiten zu sehen. Das ist einmal Alfama da hinter mir und dann einfach da vor mir ist quasi der zweite Hügel, wo auch ganz viele Sehenswürdigkeiten sind. Und du kannst hier, da wo wir hinlaufen, relativ einfach merken, da hinten ist der Aufzug zu Alfama und da vorne einfach die Straße in die andere Richtung durch. Da kommen wir zum zweiten Trick und das ist eine Metrostation. Und die berechtigte Frage ist jetzt natürlich, was ist das Besondere an der Metrostation? Und in dem Fall halt, dass sie fast einmal komplett diesen gesamten Hügel untertunnelt. Das heißt, du kannst hier unten reingehen und hier bist du ungefähr auf der Höhe von der Promenade und dann gehst du unten rein. Einmal an den gesamten Metros vorbei und auf der anderen Seite hoch. Und du siehst schon, das Hoch ist deutlich länger als das Runter. Und dann kommst du hier oben raus und das ist deutlich höher, als wir das letzte Mal waren. Und falls du dich an mein Video letzte Woche erinnerst, das da hinter mir ist der Platz, wo wir die Fotorunde angefangen haben. Und wir sind jetzt hier oben fast auf der Spitze von diesem zweiten Hügel, wo ich gesagt habe, dass du fast immer hoch willst. Und das ist jetzt nicht nur für deine generelle Fortbewegung hilfreich, sondern auch für Tipp Nummer 3, wie du die größte Touristenfalle in Lissabon umgehen kannst. Es gibt hier nämlich so einen eisernen Turm, auf den du hochfahren kannst mit einem Fahrstuhl. Und du hast da oben drauf halt einen schönen Aussichtspunkt über die gesamte Stadt. Aber zum einen kostet dieser Aufzug halt 5 Euro Eintritt und zum anderen sind da meistens richtig lange Schlangen davor. Und du stehst da teilweise Minuten oder teilweise sogar Stunden stundenlang an so in der Hochsaison. Und der große Trick ist, weshalb das halt auch so eine riesen Touristenfalle ist, du kommst auf diesen Turm halt völlig kostenlos hoch eigentlich, wenn du weißt, wo du lang musst. Eine Querstraße von da, wo wir gerade eben bei der Metro raus sind, ist halt hier dieser große Platz. Der ist an sich auch relativ spannend, weil hier in diesem Gebäude damals die Diktatur von Portugal gestürzt wurde. Das heißt, der hat auch so ein bisschen historische Bedeutung. Hier standen auch Panzer rum auf diesem Platz. Also von daher ist der wahrscheinlich eh in einer Sightseeing-Tour von dir mit enthalten. Aber wenn wir jetzt von diesem Platz nach rechts in diese Seitenstraße gehen,
gehen. Dann schlängeln wir uns hier einfach so ein bisschen durch. Dann müssen wir noch da vorne diese Treppe, wo die ganzen Leute sind, hoch. Und dann, voilà. Das ist der Turm, wo alle Leute anstehen und Geld dafür zu bezahlen, um hochzukommen. Und wir gehen jetzt hier einfach völlig kostenlos drauf und können auch einfach völlig umsonst die Aussicht genießen. Und du siehst, du hast von hier aus auch einfach einen Blick auf das Castello da drüben. Und du siehst, wir haben hier einfach rundum einen richtig hübschen Ausblick, der völlig kostenlos zugänglich ist. Und deshalb ist es auf jeden Fall eine Touristenfalle, die du ganz einfach vermeiden kannst, wenn du dich in Lissabon ein bisschen auskennst. Das einzige Problem ist, du siehst, hier gibt es einfach so ein kleines Tor. Das heißt, die Location ist nachts immer geschlossen und wird meistens erst so um 8, halb 9 aufgemacht. Und das bedeutet zwar, dass du diesen Ausblick hinter mir am Morgen zwar haben kannst, aber um da vorne auf die Brücke zu kommen und quasi den Ausblick in die Richtung zu haben, und in die Richtung geht die Sonne auf. Dafür musst du halt warten, bis hier oben das Tor offen ist. Und das heißt, so als generelle Fotolocation, um morgens einen Sonnenaufgang zu fotografieren, kann ich dir das hier auch nicht empfehlen. Aber wenn du generell nur Sightseeing machen willst, ist es halt eine Top-Adresse hier. Besonders waren meine drei Tricks in Lissabon, die eigentlich nur die Einheimischen kennen, die ich selber auch nur erfahren habe, weil ich mal einen Tourguide hier hatte, der mir das Ganze erzählt hat. Und ich mir gedacht habe, wenn du mal nach Lissabon kommst, hilft dir das bestimmt auch auf deiner Reise. Damit hoffe ich, hat dir das Video gefallen, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut!